In Altersheimen sollen jetzt Maschinen eingesetzt werden, die aussehen wie Menschen. Studien zeigen, dass diese Menschen uns Menschen gut tun. Maschinen können Freunde sein, vorausgesetzt, sie sehen uns sehr ähnlich. Die Augen einer solchen Maschine müssen einen anschauen können. Die Stimme muss aus dem Mund kommen. Die Arme müssen sich geschmeidig bewegen. Die Haut sollte sich sanft anfühlen. Welche Bewegungen erwarten Sie von Ihrem Gesprächspartner? Mögen Sie es, wenn er Ihren Impuls aufnimmt, Ihnen beim Zuhören in die Augen schaut und hin und wieder "mhm" sagt? Man vermittelt seinem Gesprächspartner damit, dass man mit ihm auf einer Wellenlänge ist, mit ihm fühlt. In der Forschung heißt das übrigens Attunement. Man lässt also denselben Ton anklingen wie in der pythagoreischen Weltenharmonie, Sphärenmusik, die wir alle teilen, ohne sie zu hören. Der japanische Robotiker Masahiro Mori nennt diese Spanne, wo ein Roboter einem Menschen ähnlich sieht, aber nicht genug und deshalb Schauder und Befremdung auslöst, Uncanny Valley. Wenn Sie gekommen sind, um hier einen Burgschauspieler zu sehen, dann sind Sie falsch. Aber wenn Sie gekommen sind, um das Authentische zu sehen, dann sind Sie hier auch falsch. Deshalb soll es heute gar nicht um mich, sondern um Sie gehen.